Hilfe! Hilfe! Alert! On va mourir! So, hi meine Freunde, ich bin's wieder, euer Noma. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation. So, wir sind mitten im Kampf. Gut, dass er stoppt. So. Den Anführer, die Aufruhrer retten, alle Ziele in einer Minute eliminieren. So, Konter. Gerät töten. Ach so, ja, okay. Ist ja okay. Ist aber chillig. Ach so, ja, ich merke gerade wieder. Auf der PS4 und auf der PS3 ist irgendwie Laufen anders. Auf der PS3 ist L1. Und auf der PS4 ist es L2. Aber gut, dass er an der Stelle gespeichert hatte vom letzten Mal. Ihre Aufmerksamkeit hätten wir. Schreckliche Weinverschwendung allerdings. Spanischer Wein taugt eh nur zum Bodenwischen. Jetzt holen wir Ulloa raus aus La Balise. Ich schlage einen Rückzug zum Lagerhaus vor einem strategischen. Genug Aufregung für einen Tag, Gerald? Ja, schätze, das reicht mir fürs Erste. Vielen Dank. Ach, Gerard hat genug. Oh, wir haben 100%. Schön, schön. Was sollen wir denn machen? Sollen wir da wieder was kaufen? Ach, jetzt drücke ich immer auf die falsche Taste. Ach so, ins Versteck sollen wir reingehen. So, wir sollen wieder mit Gerard reden. Der ist ein bisschen schüchtern jetzt. Oder eher gesagt, eingeschnappt. Nee, wie soll man das beschreiben? Er will halt nicht mehr. Es war zu anstrengend. Ah, Aveline. Um Ulloa rauszulocken, treffen wir die Spanier doch da, wo es weh tut. In der Flottille. 2 Kriegsschiffe liegen im Hafen vor Anker. Wenn denen irgendwas zustoßen würde, Ulloa könnte es nicht ignorieren. Ich sehe mal, was ich machen kann. Wir sind zum Hafen. Mal sehen, was wir machen können. Wo ist er denn da? Oh, tut mir leid. So, was sollen wir jetzt über... Ey, hä? Hallo? Ja, machen wir halt so. Ja, machen wir was schneller, mein Freundchen. Mein Mädchen. Da hinten hin? Mhm. So, ich dachte gerade, was sind da wie Blasen? Aber das ist mal eine Truhe. Oh, wieder ein bisschen Geld. Oh, wir haben jetzt 15.000. Aha, da hinten sollen wir hin. Ja, ist ja gut. Nicht so rumjammern. Oh, die sehen mich. Oh. Ja, komm her. Hast du nicht gesehen? So, dann sind wir fast da, aber Moment. Sehe hier eine Truhe. Die holen wir uns natürlich wieder. Ohne Truhen können wir nicht weitergehen. Ja, das war aber mager. So.
Oho. Schöner Rundblick übers Schiff. Die Wachen heimlich und unbemerkt ausschalten. Nee, mit dem Bötchen fahren wir jetzt nicht dahin. 3 Stück sind es nur. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Aber jetzt erklären die mir, was rote Zonen sind. Als hätte man überhaupt keine Ahnung. Oder als würde man das bis jetzt noch nicht gemerkt haben. Halt! Ich verliere sie! Ich verliere sie! Hey, was war denn das jetzt wie ein Bug? Hallo? Nach rechts! Momento. So, wir warten mal kurz hier unten, bevor er uns da oben sieht. Ich verliere sie! Ich verliere sie! Sie wird entkommen! Stopp! Was ist sie? Bestimmt diskutiert. Ja, war klar. Ah, jetzt müssen wir nochmal den ganzen Weg dahin. Ja komm, nehmen wir mal jetzt das Bötchen. So, Moment, wir fahren jetzt mal was schneller auf die andere Seite. Und erledigen den als erstes da vorne, weil der steht ja nur da rum. Boah, ey, hallo. Hä? Ich war doch gar nicht in dem Gebiet. Wollen die mich jetzt verarschen? Ey, die wollen mich doch jetzt echt verarschen, ne? Ah, dann halt nochmal. Aber mit dem Bötchen geht's ein bisschen schneller. Nach links, nach links. Wenn ich mich beeile, dürften die mich eigentlich jetzt nicht hier sehen. Los ins Wasser mit dir, Mädchen. So, jetzt klettern wir hier hoch. Irgendwo muss doch hier hochgehen, da. Ach, hallo. Ah, warum klettert die denn da hoch? Ich hab ihr nicht gesagt, kletter da hoch. Ah, jetzt verplempern wir hier die Zeit nur, um da aufs Schiff zu kommen. Oder ja, aufs Schiff direkt wollen wir ja nicht, aber... warum ist sie jetzt so blöd da aufs Boot gestiegen? Was soll das? Boah. Ey, das ist jetzt echt Verarsche hier. War das Boot jetzt extra falsch rum für mich oder was? So. Jetzt aber noch mal. So, stopp, stopp, stopp. Ah, okay. Ey, wie kann das denn jetzt wieder wahr sein?
Mann. Dann gehe ich halt von der anderen Seite und kill erst den einen. Hey, die wollen es wohl nur so, ne? So, jetzt egal, was mit dem Boot ist. Oh, Mann, 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 Mann. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass der eine uns da nicht sieht, dass wir schnell genug sind. Wow, das war aber sehr knapp. Sieht ihr das? Ne. Gut. Jetzt noch mal warten, geduldig. Warum kommt der jetzt nicht? Wo bleibt der? So, jetzt komm doch. Oder kannst du nicht laufen, wenn der andere nicht da ist, oder was? Ah, jetzt kommt er doch. Oh, der Tote liegt da unten. So, geht doch. Pulver versprengen. Kennt ihr mich jetzt, Kapitän? Nein! Furie! Apia! Medusa! Männer! Überwältigt sie sofort! Ey, wo kommen denn jetzt die Typen her? Moment, Moment, ich brauch mein... Genau, ich brauch meine Axt. Was, wenn sie mit L und mit Field jetzt nur ein Ziel? Nee. Warte, warte, warte. Wie war denn das nochmal? Ja, so. Wie markiere ich die denn jetzt? Ah, okay. Ich dachte gerade, ey, der kann doch nicht wahr sein. Ja, aber theoretisch hätte ich auch einfach von Schiff springen können. Das explodiert doch gleich. Bitte, bitte, zeig Gnade. Ich mache keinen Ärger mehr. Ich höre auch auf zu trinken. Ich werde der Fleischeslust entsagen. Ich gehe ins Kloster. Bitte überlasst mich nun meinem freudlosen Mönchsleben. Ihr scheint mich wohl für euren Richter und Henker zu halten, Bruder Dominguez. Rettet euch selbst, wenn ihr nicht zu betrunken seid. Oh, jetzt auch noch mit Zeitlimit, ey. Die sind ja richtig krass drauf. Ist da hinten das Bayou? Wo? Ach, da geht's Richtung Land. Oder so, kommen wir auch ans Land. So, volle Synchro. Dann gehen wir mal wieder. Nicht klettern, Mädchen. Diesmal gehen wir aber bei euch vorbei. Ey, die kann doch nicht wahr sein. Die haben mich erkannt, bevor ich da bin.
Ich weiß nicht, wer du bist, aber du machst mir keinen Spaß. Nee, nee. Ich hab jetzt gelernt, wie ich hier hinkomme. Glaubst du, ich hätte Angst vor dir? Muss nur springen. Natürlich, wenn ihr genug Geld habt. So. Ey, ihr seht mich doch gar nicht. Ihr seid doch viel zu weit weg. Mann, Mann, immer diese Kerle. Ach, wir sollen wieder in die Villa. Okay. Aber ich würde sagen, bevor wir die Erinnerung starten, würde ich sagen, beenden wir das und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.